Moin aus Schweden, ja, aus meiner kleinen Hütte hier. Das Chaos ist beseitigt, alles ist wieder gepackt. Ich habe sehr gut geschlafen, sehr, sehr gut, aber das habe ich auch die anderen Tage auch gehabt. Also Schlafen ist überhaupt kein Problem für mich. Wundert mich eigentlich auch ein bisschen, auch wenn man draußen schläft. Da gibt es auch immer andere Töne, aber so gut geschlafen wie hier in Schweden, weiß ich nicht. Sehr gut, vielleicht macht es auch das Wetter, aber naja. Jetzt geht's weiter mit frischen Beinen. Ja, die nächsten 100 Kilometer. Nächstgrößere Ort ist Hjo, Hjo geschrieben. Ja, da wird man den See auch mal wieder sehen. Geht's wieder landeinwärts, bergauf, bergab. Da kommt nochmal eine größere Stadt, da gibt's nochmal eine Besonderheit. Ja, und dann geht's schon wieder in die Wildnis. Und dann sind auch schon wieder 100 Kilometer rum. Wo ich heute lande, das weiß ich nicht. Es geht auf jeden Fall nordwärts. Vielleicht wieder mal wieder Wildnis, weil es hat geregnet. Vielleicht wird es auch noch mal ein bisschen zwischendurch regnen, aber allgemein wird es jetzt trockener. Der große Regen ist durch, der große Wind ist auch eigentlich durch. Es ist noch etwas Wind. Heute auch wieder ein bisschen mehr Gegenwind, der ist von Nordwesten. Ich fahre Richtung Norden. Ja, aber sonst, ich habe Lust, auch wenn es kühl ist draußen. Aber Spaß wird es bringen und vielleicht auch schöne Bilder. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Kilometer gefahren und das ist jetzt das erste Haus. Seit dem Campingplatz war hier was richtig schön einsam durch einen richtig schönen Wald. Genau das wollte ich sehen hier. Nur das Gezwitscher von den Vögeln. Wunderbar. Tolle Strecke auf den ersten 7 Kilometer heute und ja, die Sonne will durch. Eigentlich ist heute gar keine Sonne angesagt, eigentlich nur grau. Aber ich nehme was kommt, ne? Also da will ich jetzt nicht meckern. Oh, es ist sehr frisch, deswegen habe ich noch die Regenklamotten an, mir als Wärmeschutz. Oh, ist gut. Naja, weiter geht's durch den schönen Wald. Aber irgendwann kommt ja mal die Stadt. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Kilometern. Ja, schauen wir mal. Immer schön durch die Natur hier. Kilometer 17, aber es ist auch der Kilometer 700 auf meiner Reise hier. Heute vor einer Woche habe ich die genau um diese Uhrzeit die Fähre betreten in Dänemark, in Helsingør. Ja, es ist schon wieder so lange her. Oder ja, die Zeit rennt, weil man hat so viele Eindrücke, man hat immer was vor.
Das ist einfach nur klasse, unterwegs zu sein. Radreisen ist aber echt was klasse. Echt was ganz Tolles, muss ich echt sagen. Eine tolle Art, den Urlaub zu verbringen. Auch wenn das Wetter mal nicht so mitspielt oder so wie heute, auch wieder sehr kühl. Ja, der Wind ist zum Glück weniger. Und hier blüht sogar noch der Raps. Bei uns zu Hause, das ist ja gar nicht so weit weg, ist das jetzt so gut wie verblüht. Aber es ist doch ein Unterschied. Oh, aber es ist einfach klasse. Gerade eben auch mal wieder einen Blick auf den See gehabt. Ja, das Rad hat jetzt auch 1000 Kilometer runter. Macht alles mit, ohne zu murren. Oh, wunderbar, ich muss sagen, das ist das richtige Rad. Ja, ich habe auch genug mit, weil ich muss auch dicke Klamotten mit haben. Ja, und habe auch immer viel zu essen mit. Ich habe immer Angst zu verhungern. Aber es ist einfach nur klasse, damit unterwegs zu sein. Es ist nicht für die Schnelligkeit gebaut, das merke ich auf jeden Fall. Aber es macht einfach nur Spaß, hier längs zu cruisen, auf diesen schönen Wegen hier. Festgefahrene Schotterpiste, einfach wunderbar. Eine Woche ist vorbei. Mehr als eine Woche hätte ich noch. Also gerade mal die Hälfte. Ja, schon Tag 8. Mal sehen, ob es noch eine Woche währt, wie Lust ich habe, ob ich noch einen Ruhetag einlege. Also ich habe eigentlich nur Lust zu fahren. Im Moment geht es mir richtig gut. Die Beine tun nicht weh, alles ist okay. Und diese Landschaft hier, ja, es ist nicht für jeden was, weil hier ist ja lange Zeit kein großer Ort, nicht? Und man ist nicht immer am See. Einfach nur hier längs cruisen ist das einfach zur Zeit. Und das macht richtig Spaß, richtig Laune, das gefällt mir. Also kann es so weitergehen, aber bald kommt der nächstgrößere Ort. Ja, da ist auch mal wieder was zum Einkaufen, das braucht man ja auch immer mal wieder. Neue Getränke, mal wieder frisch hier austrinken, hier neue kaufen. Immer wieder, ach, so ganz wild ist es hier ja nicht, aber das ist auch okay so. Naja, fahre ich jetzt weiter mit den, ja, 1000 Kilometer Rad jetzt. Jetzt bin ich hier am Hafen von Cho. Man sieht jetzt die Dimension von diesem See. Andere Küste. Ja, weiß nicht, ob das hier gerade die breiteste ist. Von 31 Kilometern auf jeden Fall. Die Nordspitze, da kann man nichts sehen. Das geht noch ziemlich weit nach Norden. Ein schöner kleiner Hafen hier. Alte Schiffe sind hier auch. Es tröpfelt so ein bisschen, nicht viel. Inzwischen macht mir das ja nichts mehr aus hier. Ich bin ja einiges gewohnt. Ja, ein bisschen was essen, was trinken. Nach, ja, 31 Kilometern. Und dann geht es auch schon wieder weiter. Das nächste Ziel, weiß nicht, 30, 35 Kilometer, Karlsborg. Das ist die nächstgrößere Stadt. Da kann man wieder einkaufen. Und da gibt es auch was Besonderes, aber das sage ich dann. Ja, schön, wieder hier zu sein, mal am See. Aber jetzt habe ich erstmal ein bisschen Hunger und dann geht's weiter.
Jetzt bin ich wieder irgendwo im Nirgendwo im Wald. Ja, schon wieder 15 Kilometer gefahren. Ja, so viel filme ich jetzt hier nicht. Das ist ja doch immer irgendwie dasselbe. Zumindest für euch. Ich sehe ja noch ein paar Details so richtig. Aber Spaß macht es. Das einzig Blöde ist diese Nieseltröpfeln, dieses Geniesel. Ganz leichtes Tröpfeln. Das habe ich jetzt seit 2-3 Stunden. Das hört nicht auf. Nordisches Wetter halt. Es nervt ein bisschen. Es langt uns ein bisschen nass zu werden. Also um die Regenklamotten nicht auszuziehen. Ja, ein bisschen schade drum. Aber inzwischen kenne ich das ja. Naja, weiter geht's Richtung Karlsborg. Mahlzeit in Karlsborg. Ja, es ist sehr viel Zeit vergangen, 14:30. Das sind fast 3 Stunden seit Choi. Aber, ne, Chio, Entschuldigung. Und hier bin ich jetzt in Karlsborg an einer besonderen Stelle. Nämlich das hier ist der Götakanal. Ja, das ist der berühmte Kanal in Schweden. Ja, der kommt jetzt hier vom größten See Schwedens, den Vänern, der jetzt hier reinführt in den Vätternsee, und irgendwo ganz auf der anderen Seite beim Matolo geht das dann weiter. Das ist auch so eine Stadt, da geht es weiter rüber, ja, zur Ostsee. Da gibt es auch so eine berühmt-berüchtigte Schleuse da auf der Seite, aber da komme ich ja erstmal nicht hin auf der andere Seite. Also bin ich jetzt erstmal hier, schätze mal so übermorgen oder so, übermorgen bin ich dann auf der anderen Seite, je nachdem wie ich fahre. Ja, ich mache jetzt erstmal ein bisschen Mittag. Das ist für mich irgendwie ein besonderer Punkt hier. Götakanal, das hört man ja auch so oft. Hat man schon oft gehört, und jetzt stehe ich hier. Ja, und das hat gerade die ganze Zeit auch immer noch geregnet, sogar mal richtig stark einmal ganz kurz. Ja, hat total genervt, aber immerhin jetzt, wo man mehr Hunger hat und hier angekommen ist, ja, dann kann man mal draußen sitzen und was essen, weil überdachte Plätze, da habe ich bis jetzt keine gesehen, nur Bushaltestellen ab und zu mal. Die haben Dach, aber Sitzplätze, windgeschützt. Also das ist ganz schwierig in Schweden, das fällt mir sowas von auf. Naja, ich habe ja Glück, dass es jetzt zumindest trocken ist und auch trocken bleiben soll. Hoffen wir mal, ja, dann werde ich hier erstmal was essen. Und dann geht es weiter. So 30, 35 Kilometer möchte ich noch. Ich bin bei über 70 Kilometern. Aber es ist ja noch Zeit. Ja, schöne Stelle hier, richtig toll. Schade, dass die Sonne nicht scheint. Aber solange es trocken ist, bin ich doch glücklich. Und das wird wohl hoffentlich noch eine schöne Strecke geben, weil am See komme ich dann erstmal auch wieder. Heute bestimmt nicht mehr. Erst wieder morgen. Ja, dann schauen wir mal, was die Strecke so bringt. Und ich esse erstmal und bringe mir erstmal ein bisschen Power rein hier. Es wird Zeit. Thank you.
Es musste ja noch mal regnen, aber es eigentlich hat sich das gar nicht gelohnt. Das war so kurz, aber kurz und heftig, kann man ja vorher nicht wissen. So, Askelund ist hier ausgeschildert, da längs, aber da werde ich nicht ganz hinkommen. Ich habe nämlich schon jetzt über 90, 92 Kilometer. Ja, und demnächst, jetzt kommt ja so eine wieder schöne, viele Seen und ja, auch Plätze, wo man übernachten darf. So Hütten oder so. Ich guck mal, ich weiß noch nicht. Aber irgendwo werde ich schon landen. Das ist ja auch noch ja, 16:30. Ist nur noch Zeit. Also auf geht's, schauen wir, was passiert. Ja, hier fängt gerade so eine wunderschöne Gegend an. Hier ist zum Beispiel eine, so ein Unterstand. Ja, den nehme ich mal jetzt nicht. Ich gucke noch mal weiter. Es gibt ja hier so einen Nationalpark. Ja, da geht's mal hin. Ich bin angekommen an meinen Schlafplatz und wie ihr seht, ein Traumplatz. Leute, 110 Kilometer bin ich gefahren, um hier zu sein. Keiner da, hätte ja auch sein können. Es ist ja Samstag, aber wow. Deswegen bin ich hier. Deswegen hat es ja die Plackerei durch den Regen jetzt auch noch gelohnt, hier zu sein. Unglaublich, aber ich muss jetzt erstmal ankommen. Eieieiei. Leute, es ist unfucking. Alles ist nass. Unfucking fassbar. The sun is shining. Start your engine.
kaum zu glauben, aber die Sonne ist da. Kaum ist man hier und hat sich den ganzen Tag durch diesen Regen gekämpft. War zwar nicht viel, jetzt zum Schluss sogar noch mal richtig doll. Und nun sitze ich hier in der Sonne und genieße mein Essen. Ja, wieder was Fertiges, so ein Kartoffelpüree, ja, mit Würstchen, mit kalten Würstchen. Ich mache die lieber kalt, dann brauche ich jetzt nichts braten. Mahlzeit. Nein. Ja, nehme ich schon 7. Ganz alleine bin ich nicht. Da drüben haben sich leider welche hingeparkt, was nicht erlaubt ist. Haben im Kofferraum so ein Zelt. Es ist wirklich nicht erlaubt. Schon mal gar nicht hier. Hier ist Nationalpark. Ich will jetzt hier nicht rumbrüllen oder irgendwas. Aber wenn der Ranger kommt, kriegen wir ordentlich Ärger. Weil Allemannsrecht zählt nur für Radfahrer und Wanderer. Oh, der Akku geht hier gleich alle von der. Ich muss sie wechseln. Er kommt gleich wieder. Oh, wieder noch ein paar tolle Bilder jetzt hier vom See. Oh, wie ich hier so schön sitze. Was man so als YouTuber so macht. Kaum zu glauben, kaum bin ich fertig, bin wieder hier oben, fängt es an zu regnen. Das muss ich sagen, das gönne ich denen, die hier unten stehen, wird er bestimmt nicht sehen, das Auto. Die machen ja genau das, was man nicht soll. Die brechen erst ab, die machen einfach genau das, was man nicht soll. Denn das Jedermannsrecht ist nicht für Autofahrer, das ist auch für Camper. Wildstehen in Schweden ist leider nicht erlaubt. Es gibt hier aber Parkplätze, auch hier mitten drin, wo man stehen darf. Mit einem Camper, mit einem Auto, wo man da schlafen darf. Also, Mann, solche Leute machen doch wieder alles so, dass es nachher endgültig alles verboten wird, was sich einige nicht dran halten können. Es gibt nur wenige Gesetze, aber die müssen wieder gebrochen werden. Ja, ich werde jetzt hier nicht keine Ranger holen oder irgendwas, da habe ich keinen Bock zu. Mir scheint es auch schon irgendwie Instagrammer, ich weiß es nicht, der fotografiert auch alles Mögliche. Ja, oh, die Sonne ist unglaublich. Den ganzen Tag kämpft man sich durch den Regen und jetzt kriegt man hier noch meistens Sonnenbrand. Aber es war ein schöner Tag, langer Tag, 110 Kilometer. Was soll ich sagen, hier ist so gut wie kein Internet, also ablenken kann ich mich jetzt eh nicht mehr mit irgendwas. Das ist auch mal gut so, ich glaube, dann werde ich, wenn die da unten nicht so viel Krach machen. Früh schlafen und morgen wieder früh wach werden. Naja, schauen wir mal, was da kommt. Also mir hat es heute gefallen, auch wenn es grau war. Es hat ein bisschen genervt, gerade zum Schluss, da wurden die Schauer doch und stärker. Am Anfang hat es nur getröpfelt, das war nicht so schlimm. Aber im Ganzen war es halt auch wieder ein regnerischer Tag. Naja, die Wetteraussichten, ich sag mal nix. Lasst euch überraschen, was morgen kommt. Am nächsten Teil, ja, eine Woche, über eine Woche ist schon rum. Ist es schon der 8. Tag, ne? Oh, Mann, morgen. Ja, vielleicht nochmal wieder 100. Also, zum Schluss hat es mir gelangt hier, aber das ist, man grüßt ja auch nur. Hier ist ja nicht viel zu sehen. Alles nur Wald. Aber naja, das wollte ich ja. Es macht echt viel Spaß. Und wenn denn mal die Sonne scheinen würde, ach, das wäre doch so herrlich. Und wenn ich das hier unten gucke, ist das doch wunderbar. Da werde ich noch ein bisschen drauf gucken. Ja, es ist jetzt auch bald 8. Eigentlich noch viel zu früh zu Bett, aber ich merke, ich bin müde. Wenn es mal nicht zu kalt wird heute Nacht, wird das alles gut sein. Also, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin oder Adieu. Tschüss.